Danke, Herr Holm, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fragen richten sich an Gerhard Schröder, Herr Bundeskanzler. Die erste Frage, ich würde gerne von Ihnen noch ein paar Worte hören zur Änderung der Gasrichtlinie. Sie haben das ja in Ihrer Stellungnahme auch markiert. Wir halten das für völlig zutreffend. Die Frage ist, warum hat aus Ihrer Sicht hier die Bundesregierung so wenig Widerstand geleistet? Dann aber zur Zeit, vor der wir jetzt stehen. Sie haben gesagt, es muss auch Gegensanktionen geben. Die Frage ist also, welchen Weg Sie einschlagen würden, um hier gegen die Sanktionen der USA vorzugehen. Und wie bekommen wir das Projekt zügig fertiggestellt? Danke, Herr Schröder, bitte. Vielen Dank. Zunächst einmal, was die Gasrichtlinie angeht. Die Veränderung ist eindeutig eine Angelegenheit gewesen, die zulasten vor allen Dingen Deutschlands und speziell Nord Stream 2 natürlich ging. Ich kann die Entscheidungsfindung nicht im Einzelnen verfolgen. Fest steht ja doch wohl, dass es nicht gelungen ist, Frankreich insbesondere, auf eine Position zu bekommen, die dazu geführt hätte, dass diese Gasrichtlinie, die ja wohl eine bestimmte Stimmenmehrheit brauchte, verhindert werden konnte. Das war wohl eine Schwierigkeit im deutsch-französischen Verhältnis. Was dafür die Ursachen sind, kann ich, der ich auf Presse angewiesen bin, naturgemäß nicht beurteilen. Vielleicht ist das hier im Ausschuss eher möglich, das herauszubekommen. Scheint ja so zu sein, dass nach den neuesten europapolitischen Veranstaltungen es gegeben hat, um die Pandemie-Frage in den Griff zu bekommen, das Verhältnis sich wieder entscheidend verbessert und deswegen die Bedingungen im deutsch-französischen Verhältnis, das ja zentral ist für europäische Solidarität, wieder besser werden könnten. Ist jedenfalls eine Hoffnung. Das Zweite, ich kann zu den Einzelheiten der denkbaren Gegensanktionen natürlich nichts sagen, aber wenn ich das so mir anhöre, dann sind wir hier offenbar in einer Position oder wird empfohlen, sich in eine Position zu begeben, besser gar nichts zu machen, als sich sozusagen auf die gleiche Ebene zu begeben. Das habe ich bei Ihnen so ein bisschen herausgehört, Herr Dreyer. Das ist ja keine Lösung. Also wird man auf der europäischen Ebene, und Deutschland muss versuchen, genau diese Solidarität wieder zu erzielen, das, was hier gesagt worden ist, auch denkbare schmerzliche Gegensanktionen, wie haben Sie gesagt, ins Schaufenster zu stellen. Schaufenster wird nicht reichen, sondern man wird auf der europäischen Ebene dafür sorgen müssen, dass begriffen wird, dass Nord Stream 2 eigentlich nur der Beginn einer umfassenden Politisierung der Handelsbeziehungen ist von den Vereinigten Staaten. Denn wenn ich mir anschaue, was erwartet wird, dass zum Beispiel Deutschland sich in die Handelsauseinandersetzung mit China auf der Seite etwa der Vereinigten Staaten von Amerika einschaltet, kann man ja davon nur warnen, angesichts der Bedeutung, die der chinesische Markt zum Beispiel für die deutsche Automobilindustrie, aber nicht nur für diese eben hat. Und insofern, glaube ich, ist der schöne Satz, während den Anfängen, im Grunde die Form von Politik, die man der Bundesregierung und der Europäischen Kommission empfohlen muss. Muss jetzt über die Instrumente im Einzelnen, da bin ich zu wenig in der Diskussion, als ich mich dazu äußern könnte und äußern wollte.